Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Die Fernseh- und Eventmoderatorin Miriam Rickli trägt schon seit 15 Jahren Kontaktlinsen. Das tägliche Einsetzen und Rausnehmen von der Linse und die Belastung des Auges, auf das möchte sie gerne verzichten. Aus diesem Grund hat sie sich entschieden, ihre Augen mit Laser behandeln zu lassen. Wir haben sie bei diesem Eingriff begleiten. Die Miriam Rickli ist bekannt als Fernsehmoderatorin und sie führt heutzutage durch viele Events. Vor gut 13 Jahren hat sie ihre Augen überprüfen lassen und zu ihrer Überraschung ist dabei herausgekommen, dass sie kurzsichtig ist. Ich habe dann aber doch definitiv eine Brille gebraucht und habe mich aber nie wirklich wohlgefühlt mit einer Brille und habe dann relativ schnell zu Linsen gewechselt. Ja, jetzt habe ich seit 13 Jahren Linsen und es ist halt schon einfach mühsam, wenn am Morgen, wenn du aufstehst, kommst, siehst du aus den Augen raus und musst irgendwie noch die Linse reindrücken und am Abend kommst du spät heim. Zuerst kannst du nicht einfach ins Bett, musst zuerst noch die Linse rausnehmen. Kontaktlinsen sind auch eine grosse Belastung fürs Auge und die 30-Jährige war es einfach leid gewesen. Aus diesem Grund hat sie sich mit der Zeit auseinandersetzen mit Alternativen zu Kontaktlinsen und hat sich schließlich vorgenommen, ihre Augen lasern zu lassen. Klar, also ich bin nicht jemand, der einfach etwas mal so schnell macht. Ich habe mir das eigentlich schon seit Jahren, wenn ich mir das am überlegen. Also ist jetzt nicht eine Entscheidung von heute auf morgen. Und ich finde, man darf den Zeitpunkt glaube ich, auch nicht verpassen, weil irgendwann fängt dann auch die Alterssichtigkeit, oder wie die auch immer heisst, an. Tatsächlich, ab dem Alter von 45 ist Alterssichtigkeit ein Thema. Und der Augenarzt von der Palace-Klinik in Zürich kennt noch eine ganze Reihe von anderen Gründen, die eine Augenlaserbehandlung ausschliessen. Darum braucht es vor dem Eingriff einen gründlichen Augenuntersuch. Einer der wichtigsten Parameter ist, dass die Hornhaut, das ist die vorderste Schicht vom Auge, eine gewisse Dicke aufweist. Ja, wir dürfen nicht in einem dünnen Gewebe noch mehr einen Abtrag machen und die Hornhaut noch mehr verdünnen. Von der Höhe der Fehlsichtigkeit muss man sagen, dass man über die jahrelange Erfahrung mit der Laserbehandlungen die Grenzen gemerkt hat. Und die sind bei der Kurzsichtigkeit bei bis zu 8 Dioptrien und bei der Hornhautverkrümmung und der Weitsichtigkeit bis zu 4 oder 5 Dioptrien. Aber immer in Korrelation mit der Hornhautform und mit der Hornhautdicke. Vor der Behandlung bekommt Miriam Rickli Tröpfchen ins Auge zum Betäuben. In den Alltagskleider verpackt in OP-Mantel und Haube geht es in den Operationssaal. Das Auge wird mit einer Lidsperre offen gehalten. Im ersten Teil wird der Femtolaser aufs Auge aufgesetzt. Der Energieimpuls schneidet eine sogenannte Lamelle. Das ist ein Bruchteil von einer Millimeter dicken Lappe der Hornhaut, wo der Chirurg anschliessend von Hand mit einem Instrument wegklappt. Im zweiten Teil des Verfahrens kommt die Korrektur der Hornhaut mit einem Laser, der die Bewegung des Auges mitkalkuliert. Der Laser dreht eine kleine Schicht der Hornhaut ab. Das Ziel ist es, dass sich das Licht im Auge wieder so bündelt, dass man wieder scharf sehen kann. Erste Resultate merkt man gerade schon nach dem Eingriff. Es ist schon ein spezielles Gefühl, vor allem wenn es dir vorher x-mal erklärt worden ist, was effektiv passiert. Und dann weißt du genau so, okay, jetzt ist in dem Fall mein Auge offen. Und man schmeckt es dann effektiv auch, wenn der Laser dann reinlasert. Aber es hat wirklich nicht weh getan. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin jetzt echt so richtig beruhigt, dass es durch ist. Wirklich, ah. Und ich sehe da oben schon, ich kann schon lesen, was für Zeit das ist. Also effektiv hast du das Gefühl, ich sehe bereits besser. Nach dem Eingriff muss man noch ein paar Sachen beachten. Das Wichtigste ist, dass sie nicht reiben an den Augen, ja? So dass wir keine Verschiebung, keine Verletzungen auf der Augenoberfläche haben. Mascara, das Schminken an den Augen oder an den Lidern sollte man vielleicht eine Woche meiden. Ball, Wasser und Kontaktsportarten die ersten Wochen auch nicht, dass wir eine Verletzung oder eine Infektion haben. Bei dieser Behandlung haben wir die höchste Sicherheit, also die geringste auch Infektionsgefahr, weil wir eine geschlossene Wunde haben am Ende der Behandlung. Ein bisschen mehr als eine Woche später, der Frühling am Greifensee lässt zum Sport machen ein und Miriam Rickli sieht jetzt alles mit anderen Augen. Ersten Morgen, wenn du aufstehst und du schaust voraus und du siehst einfach alles scharf. Das war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Also, ja. Und ich hatte wirklich auch überhaupt keine Komplikationen nachher gehabt. Ich hatte weder Schmerzen noch sonst etwas. Ich musste einfach ein bisschen viel Tröpfchen reinlassen am Anfang.
Das musst du auch wirklich ernst nehmen. Also, da hast du wirklich am Anfang eineinhalb Stunden den Wecker anstellen und dann musst du halt ein paar Tröpfchen reinlassen. Aber sonst wirklich ist es eine sehr, sehr gute Erfahrung gewesen. Von der Kontaktlinse kann sich die 30-Jährige jetzt definitiv verabschieden. Den Kontakt zum Augenarzt aus unserem Beitrag finden Sie auf unserer Homepage. Die Internetadresse wird gerade eingeblendet. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.